Ziemlich genial ist der Makroeditor. Dabei kann man sich beliebig viele Kommandos auf eine einzige Taste legen. Ich definiere ein neues Makro, füge ein paar Effekte hinzu . Kann leider nicht den Tastaturbefehl hier direkt eingeben, sondern ich muss zuerst auf die Makros gehen und kann dann dem Ganzen die Taste zuweisen. Das ginge sicher auch etwas einfacher, indem man direkt hier die Tasten zuweisen könnte. So klingt das Originalfile. Jetzt werden die Parameter abgefragt für die einzelnen Effekte. Und schon habe ich das neue Ergebnis. Eine andere Idee ist es, beim Aufnehmen direkt das Metronom mit einzuschalten. Leider ist es nicht möglich, beim Stoppen das Metronom wieder auszuschalten, da dieser Befehl gar nicht zur Verfügung steht. Leider wieder etwas inkonsequent. Klicke ich jetzt normal auf Aufnahme, ist kein Metronom zu hören. Shift und R.